Herzlich willkommen in der Salzburger AG. Mein Name ist Lisa und ich darf euch heute mitnehmen auf einen virtuellen Rundgang durch die Salzburger AG. Also los geht's, kommt's mit! Wir befinden uns da im Eingangsbereich der Salzburger AG. Man sieht da die Lifte und die Treppen, wo man in die verschiedenen Stockwerke kommt. Und hinter mir befindet sich der Bildschirm, wo jeden Tag spannende Beiträge von Salzburger AG TV ausgestrahlt werden. Wir sind jetzt in der InnoZone angekommen. Die InnoZone ist ein Platz der Begegnung, ein Platz zum Vernetzen. Man kann sich einen Seminarraum für Projekte buchen und ja, hier entstehen ganz viele kreative Ideen. Das ist mein Dienstausweis. Den Dienstausweis, den erhaltet sie am ersten Tag. Mit dem Dienstausweis tue ich mich jeden Tag in der Früh einstempeln, wenn ich komme, und am Abend wieder ausstempeln. Zugleich kann ich mit dem Dienstausweis bargeldlos in der Kantine bezahlen und er ist auch der Schlüssel zu allen Gebäudeteilen der Salzburger AG. In der Betriebsküche der Salzburger AG sorgen Gerd und sein Team für das leibliche Wohl. Hallo, ich bin der Gerd, ich bin seit 18 Jahren in der Küche in der Salzburg. Ich und mein Team kochen für euch. Schauen wir, dass wir biologisch kochen, nachhaltig und der viele Geschmack sind, der für euch was dabei ist. Vom Erdgeschoss geht es jetzt für uns rauf in den ersten Stock. Im ersten Stock befindet sich unter anderem HR und auch der Betriebsrat. Da befinden sich jetzt die Personalbüros. Da könnt ihr euch jederzeit melden, wenn ihr Sorgen habt oder einen Ansprechpartner braucht. Wenn ihr mal etwas ausdrucken müsst, kein Problem. In jedem Stockwerk gibt es eigene Druckerstationen. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Tee- bzw. Kaffeeküche auf allen Ebenen, wo ihr euch austauschen oder auch Energie tanken könnt. Auch unser Zentralbetriebsrat hat sein Büro im ersten Stock und hat immer ein offenes Ohr für euch. Das Zentralbetriebsratsbüro sehen wir bzw. sehe ich als Servicestelle für euch. Bei Fragen, Anliegen, Wünschen seid ihr bei uns immer richtig. Bei meinen Damen, bei Michaela bzw. die Rose Lindner, stehen euch immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir haben diverse Angebote im Zentralbetriebsratsbüro, wie zum Beispiel die Energy App, wo man diverse Aktionen nachlesen kann. Wir haben aktuell die Shell Tankkarte, wo wir für euch, für die Privatnutzung, die zur Verfügung stellen können. Circa 1200 Karten sind aktuell im Einsatz. Bei allen Fragen, wo es um Rabatte geht, um Einkaufskonditionen, seid ihr bei uns richtig. Ja, und mich freut es, dass ihr als neue Mitarbeiter die Salzburger AG als Arbeitgeber gefunden habt. Wir brauchen neue, frische Geister in unserer Salzburger AG. Herzlich willkommen! Unser Betriebsrat hat sogar eine eigene Bibliothek im Erdgeschoss. Die Bibliothek habt ihr jetzt gesehen, da könnt ihr euch jederzeit über den Betriebsrat ein Buch oder eine DVD ausborgen und jetzt geht's weiter zum Kinderzimmer. Wir befinden uns jetzt im Kinderzimmer. Das Kinderzimmer ist für berufstätige Eltern. Also wenn einmal plötzlich und unerwartet die Kinderbetreuung ausfällt, haben berufstätige Eltern die Möglichkeit, dass sie Kinder bis zu 12 Jahren mit in die Arbeit nehmen können.
Wie ihr seht, ist da ein vollwertiger Arbeitsplatz drinnen und jede Menge Spielzeug für die Kleinen. Und wenn die Kleinen während der Arbeitszeit müde werden, haben sie die Möglichkeit, dass sie einen Mittagsschlaf hier verbringen. In jedem Stockwerk gibt es ganz viele Besprechungsräume für größere oder auch für kleinere Besprechungen. Und wir schauen jetzt weiter in den zweiten Stock. Dort findet sich unter anderem die Abteilung Digital Technology. Hallo! Hallo Lisa! Hallo, da beim TechStop erhaltet ihr euer Diensthandy und auch wenn es Probleme oder Schwierigkeiten mit den Handys oder auch PC gibt, dann könntest du jederzeit gerne vorbeischauen. Bei der DT im zweiten Stock, da findet man ganz viele kreative Köpfe, die an neuen Technologien und auch an Apps arbeiten und da schauen wir uns jetzt ein paar Räumlichkeiten an. Im zweiten Stock gibt es zahlreiche Silent Rooms, wo man sich zurückziehen kann, in Ruhe arbeiten kann und auch in Ruhe was besprechen kann. Hier in der DT wie im gesamten Unternehmen wird agiles Arbeiten großgeschrieben. Eine coole Arbeitsatmosphäre ist uns sehr, sehr wichtig. Und freundlich und hilfsbereit sind sowieso alle Kollegen und Kolleginnen im Haus. Wenn ihr Backerl zum Abholen oder zum Aufgeben habt, seid ihr da bei der Poststelle im Erdgeschoss genau richtig. Jetzt schauen wir wieder zurück Richtung Eingang. Da beim Portier kann man sich Dienstfahrzeuge oder Radeln ausbauen und das mache ich jetzt. So, mit dem Lift fahre ich jetzt runter in den Keller, wo sich die E-Bikes befinden. Bei uns in der Tiefgarage findet man nicht nur die Elektrobikes, sondern auch unseren Fahrzeugpool. Ganz wichtig ist natürlich, dass man das Radler wieder zurückbringt und das aufgeladen ist für die Kollegen. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was sich alles rund um die Salzburger AG befindet. Ich stehe jetzt gerade vor der MyFlexbox, die smarte Abholstation für deine DVD-Pakete. Wir sind jetzt bei unseren Mitarbeiterparkplätzen und da gibt es auch sehr viele E-Ladestationen und natürlich auch Radlstände für diejenigen, die mit dem Rad kommen. Hinter der Tür befindet sich unsere hauseigene Druckerei. Und was da alles gedruckt wird, das erzählt euch jetzt der Emanuel. Hallo, ich bin der Emanuel von der Hausdruckerei von der Salzburger AG. Wir drucken von Visitenkarten, Flyer, Broschüren, Pläne, alles für euch. Und würde uns freuen, wenn wir vielleicht bald mal was drucken dürfen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein paar Einblicke in die Salzburger AG geben können. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich bald persönlich kennenlernen. Und ja, macht es gut und bis bald.